Hallelujah, praise God, praise God. Father, we thank you with all our heart for this morning. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. We thank you for your Holy Spirit who is here. Wir danken dir für deinen Heiligen Geist, der hier ist. We thank you for revelation that you will give us this morning. Und wir danken dir, Vater, für Offenbarung, die du uns gibst heute Morgen. And Father, we pray also with all our heart and ask you, Father, that everyone here is willing in his heart to do what you say. Und wir beten auch von ganzem Herzen, Vater, dass jeder, der heute Morgen hier ist, in seinem Herzen willens ist, zu tun, was du uns sagst. And if anyone has a need, he will get free, he will get saved, he will get strong, he will get out of depression, because you are a God who gives. Und wer immer heute Morgen hier eine Not hat, er wird gerettet werden, er wird aus dieser Not befreit werden, er wird sicher sein, er wird geheilt werden, er wird ganz und freigesetzt werden. Und wir das empfangen, was du für ihn hast. Father, we thank you with all our heart. Wir danken dir, Vater, von ganzem Herzen. And we know, Father God, and we pray, Father God, in the name of Jesus, that everyone here is a doer of your word. Und wir beten von ganzem Herzen in dem Namen Jesu und wissen auch, dass jeder, der hier ist, ein Täter deines Wortes sein wird. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hallelujah. We will open our Bible to Exodus 19, 15. Wir schlagen unsere Bibeln auf zum 2. Mose, Kapitel 19, Vers 15. We will start with 15. Wir fangen an mit Vers 15. We are going first to the Old Testament. Zuerst einmal bleiben wir im Alten Testament. And we will finish in the new one. Und werden dann weitergehen und enden im Neuen Testament. Mit dem Herrn ist es immer interessant zu betrachten, wie das Alte war und sich wendete in das Neue hinein. So we need the word to know and to understand. Ma به کلام خداوند نیاز داریم که بفهمیم. Wir brauchen das Wort, um Verständnis zu bekommen und zu wissen, wie wir unsere Entscheidungen zu treffen haben. Und wir brauchen dafür Glauben. Wir müssen auch im Glauben wachsen. When you get faith, you prepare to be ready. Denn wenn du Glauben auch empfängst oder wenn er gebaut wird in dir, dann bereitest du dich auch vor zu empfangen. Du bist bereiter zu empfangen, bereiter zur Veränderung, bereit stärker zu sein. We are set apart for a purpose. Wir wurden abgesondert zu einer Absicht, aus einem Zweck. And if I know that I have said yes to Jesus, und wenn ich weiß, dass ich einmal Ja gesagt habe zu Jesus, I have then to show him respect. Dann ist es auch an mir, ihm Respekt zu erweisen. And so he can manifest himself to me. So dass er sich dann auch mir in meinem Leben manifestieren kann. If you don't show respect, wenn du dem Herrn keinen Respekt erweist, don't expect that he will manifest himself. Dann erwarte nicht, dass er sich manifestiert in dir. Bei انتظار نداشته باش که خداوند خودش رو در زندگی تو نشون بده. Hallelujah. Hallelujah. So we will open Exodus 19:15. Also schlagen wir auf 2. Mose, Kapitel 19, Vers 15. In the Old Testament, they were preparing themselves to meet the Lord. Im Alten Testament haben sie sich vorbereitet darauf, dem Herrn zu begegnen. So Moses here say to the people, to the Israel people, hier spricht Mose zu dem Volk Israel. And he said to the people, be ready. Be ready by the day after tomorrow. Do not go near a woman. Dann sagt er zum Volk, haltet euch für den dritten Tag bereit. Nähert euch keiner Frau. So God is he want them to prepare themselves physically, naturally. We are going to the Old Testament now and tell them, because I will meet you, you must not touch a woman. I mean, you understand what it means, okay?
Also, wir sind ja, wie gesagt, jetzt im Alten Testament. Und hier spricht der Herr zum Volk, dass sie sich auf natürlicher Ebene physisch natürlich bereit machen sollen, ihm zu begegnen, weil er sich ihnen erweisen möchte. Sollten sie sich vorbereiten, natürlich. Und das heißt, sie sollten keine Frau antasten und alle, was er damit meint. So also keine körperliche Beziehung haben zu dieser Zeit. Weil dies ein besonderer Tag ist, der Begegnung mit dem Herrn. Verse 16 says, the first morning, there were thunder and morning, that where thunder are lightning and a thick cloud upon the mountain, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp Vers 16. Und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, sodass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Trumpet is the instrument of God, it seems. He liked this music. Hörner oder Trompeten scheinen die Instrumente Gottes zu sein. Er mag dieses Geräusch anscheinend sehr. Das kann man auch in der Offenbarung sehr deutlich sehen, dass er immer seine Manifestation ging immer einher mit Trompeten. Aber in diesem Moment war dieser Hörnerschall so gewaltig, so laut hörbar, dass die Menschen erschütterten oder bebten bei diesem Geräusch. Solltest du also Gott Ehre erweisen? Sollten wir wirklich ihm Respekt erweisen? Oder respektieren wir ihn wirklich und wahrhaftig? We go to verse 17. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the neither part of the mountain. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen, und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. And Mount Sinai, we continue, was all together on a smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascend as the smoke of a furnace, and the whole mountain quaked greatly. Vers 18. Und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam. Und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens. Und der ganze Berg erbebte heftig. At that time, anyone who wanted to meet the Lord, if God didn't tell them yes, they will have been burned with fire and die on the spot. Zu jenem Zeitpunkt, wenn irgendjemand sich erlaubt hätte, dem Herrn zu nähern, hätte er und wäre er dort im Sekundenschnelle in Feuer aufgegangen. Vers 19. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake and God answered him by a voice. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Nobody needed to tell the people God is here. Niemand musste gesagt bekommen, Gott ist jetzt hier. Sie didn't need to ask him, where is God, because they knew he is here. Sie brauchten auch nicht sich die Frage zu stellen, wo ist Gott gerade? Sie wussten, er ist jetzt gerade hier. I with all my heart, I prayed for you, for this congregation this morning, to listen with the ear, spiritual ear.
Ich bete von ganzem Herzen für diese Versammlung heute Morgen, jeder Einzelne, jetzt lauscht mit geistlichem Ohr. Es ist jetzt nicht die Zeit zu schlafen. Ihr könnt später nach Hause gehen und könnt euch stundenlang schlafen, wenn ihr möchtet. Verse 20. And the Lord came down upon Mount Sinai, on the top of the mountain, and the Lord called Moses up to the top of the mountain, and Moses went up. Verse 21. And the Lord said unto Moses, Go down, charge the people, lest they break through into the Lord to gaze, and many of them perish. Vers 20 und 21. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges. Und der Herr rief Mose auf den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose, steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. And let the priests also, which came near to the Lord, sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herantreten, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. حتی کاهنان که به خداوند نزدیک میشن باید خدا تقدیس میکنن مبادا به ناگاه برایشون Wisst ihr, jeder war voller Ehrfurcht und Furcht, Gott zu begegnen. Aber heutzutage, because of the blood of the Lamb, wegen des Blutes des Lammes, welches uns vollkommen gereinigt hat von unserer Sünde. We don't need to be burned with fire from the Lord when we come to Him. Wird es uns nicht geschehen, dass wenn wir uns dem Herrn nähern, dass wir vom Feuer verzehrt werden? Because of the price He has paid for us. Wegen dieses Preises, den er für uns gezahlt hat. And we have to come to the place to respect Him when He say something to us to do it. Und wir müssen an diesen Ort kommen, in diese Situation uns stellen, dass wenn er zu uns etwas spricht, wir mit Ehrerbietung kommen und hören. And after this, in verse 20, verse 1, he started to speak to Moses and give him the Ten Commandments. Und anschließend an diese Verse fing er an, zu Mose zu sprechen und ihm die Zehn Gebote zu übermitteln. And the people were so afraid of God that they asked Moses, please go you and talk to him, not me. Und das Volk war so voller Furcht vor Gott, dass sie zu Mose sprachen, geh du, nicht ich, bitte geh du zum Herrn. And now we became Christian. Und jetzt sind wir Christen. Now the blood has brought us back and our sin are washed away and sin, sickness and disease are taken on him and he did all. Und jetzt sind wir von neuem geboren, wurden gewaschen, gereinigt durch das Blut, erkauft, Krankheit, Armut und Gebrechen nahm er auf sich. Und jetzt gehören wir ihm und sind völlig heil gemacht. You don't need to be burned with fire if you come near to him. Du wirst nicht mehr von Feuer verzehrt werden und verbrannt werden, wenn du dich ihm näherst. Ganz im Gegenteil. Er wartet auf dich. Let us look in Hebrew Wir schauen nach jetzt im Hebräer 12. Hebräer 12, Vers 9. Excuse me. Furthermore, we had fathers of our flesh which correct us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? Vers 9. Zudem hatten wir auch unsere leiblichen Väter als Züchtiger und scheuten sie. Sollen wir uns nicht viel mehr dem Vater der Geister unterordnen und leben? باید در روحای ما رو اطاعت کنیم تا حیات داشته باشیم Vers 18 و در آیه 18 For we are not come unto the mount that might be touched and that burn with fire nor unto blackness nor and darkness and tempest
And the sound of a trumpet, verse 19. And the voice of the word. Which voice they that heard entreat that the word should not be spoken to them anymore. Vers 18 und 19. Denn ihr seid nicht gekommen, zu etwas, das betastet werden konnte, und zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel und der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und der Stimme der Worte, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde. Vers 20. For they could not bear the commandment that was given, if even a wild animal touch the mountain, it shall be stoned to death. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier den Berg berührt, soll es gesteinigt werden. So it was terrible, dangerous for each life, if they wanted to meet with God. So war es also erschreckend gefährlich für jedes Leben, wenn jemand in dessen Zustand oder in deren Zustand sich dem Berg näherte, zu nähern wagte. Und aus diesem Grund hat Gott immer einige wenige auserwählt, sie abgesondert. Und auch so mussten jene sich mit ganz besonderer Rituale reinigen, sich vorbereiten. Wir nehmen das alles sehr locker mit uns. Nicht jeder, aber viele. Sie tun, wie es ihnen gefällt. Sie tun einfach, was ihnen passt. ما فقط اون کاری میکنیم که متناسب با ما باشه. We can't. Aber das dürfen wir nicht. Aber ma اجازه نده. Respect. Wir schulden ihm Respekt. ما احترام به خدا داریم. In fact, so awful and terrifying was the phenomenal sight that Moses said, I am terrified and trembling. He even Moses was afraid. Vers 21. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Sogar Mose hatte Bammel. We don't need to be afraid anymore. Wir müssen keine Angst mehr haben. What a blessing. Was für ein Segen. And how are we living? Und wie leben wir so täglich? We come to God and tell him, you know, you must understand. I'm sure you understand. No, he does not understand. Wir nähern uns Gott und sagen, Herr, weißt du, ich denke, du verstehst nicht. Nein, er versteht nicht. Das does not understand. He wants us to do what he says if we really love him. خداوند ما میخواد اگه ما واقعا دوستش داریم کاری که به ما میگه انجام بدیم و عمل بکنیم و اطاعت بکنیم. Verse 22 say we have come to the Mount of Zion, even to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and the countless multitude of angels in festal gathering. Vers 22, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. There is even angel with us. Es sind mit uns Engel, die mit uns feiern, our salvation, die unsere Errettung, unseren Herrn mit uns feiern. با خداوندمون شادی میکنن. It's a great thing to be saved. Es ist eine großartige Sache, gerettet zu sein. We have to be thankful. Wir müssen so voller Dankbarkeit sein. And respect what he says. Und ehren das, was er uns sagt. Give him everything I have, not just a little bit. Und ihm einfach alles überlassen und ihm folgen, dem, was er uns sagt, und nicht einfach nur so ein bisschen. We own him everything. Wir sind ihm alles schuldig. And don't tell me I love him. Und sag nicht, ich liebe ihn. Because Jesus said, the one who loves me, he follow me, he do what I say. Jesus sagt, wer mich liebt, der tut, was ich ihm sage, der hält meine Gebote. If I love him, wenn ich ihn liebe, I will do what he say. Werde ich tun, was er mir sagt. I will do his commandment. Werde ich seine Gebote befolgen. Verse 23. And to the church of the firstborn, who are registered as citizens in heaven,
and to the God who is judge of all, and to the spirits of the righteous, the redeemed in heaven, who have been made perfect. Vers 23. Und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten. Halleluja. Halleluja. Praise God. He made you perfect like Jesus is became, died and raised from the dead. Er hat dich vollendet. Er hat dich gerecht gemacht durch Jesus, so wie er gestorben ist und aus den Toten wieder auferstanden ist. Jesus war der Erstgeborene aus den Toten. Und seinetwegen bist du erlöst. Wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Herz, wenn du Jesus aufgenommen hast in dein Herz, of the death and resurrection of our Lord and the price he had paid. I don't know. They don't get it all. Ich weiß nicht, aber einige verstehen diese Botschaft nicht. Des Todes, Grablegung und Wiederauferstehung unseres Herrn Jesus Christus und unseres Lebens, das gestorben ist und auferstanden ist mit ihm. Die verstehen das alles nicht. Aber weißt du, wenn wir denn unwissend sind, dann können wir dazu lernen. Und sometimes we all don't know it completely. Und ja, jeder Einzelne, wir alle, wir wissen nicht jedes Detail. But we can forge and look and show him, start to grow and show him a degree of respect of with the light we have. Aber wir können uns da hineinbegeben, hineindrängen, nachforschen, lernen, studieren, um zu erfassen, wenigstens ein kleines bisschen, Stück für Stück, um ihm zu zeigen, dass wir willig sind zu lernen. Even if you don't know him. Selbst wenn du ihn nicht kennst, اگه تو خداوند رو نشناسی aber ihn kennenlernen möchtest, اما بخوای که اون رو بشناسی er kümmert sich um dich. خداوند همه کار رو انجام میده خداوند شما رو دوست داره du bist ihm so sehr wertvoll. تو برای خداوند خیلی با ارزشی also your respect toward him. aber du musst ihm auch Ehre erweisen, ihm Respekt entgegenbringen. Because you choose him, you want it. Du hast ihn ja schließlich erwählt. Du wolltest doch, dass er in dich hineinkommt. Du hast Ja gesagt zu seinem Leben. And he and you will spend eternity together forever. Und du und er, ihr werdet gemeinsam die Ewigkeit verbringen. Focus on the Lord. Richte dich aus auf den Herrn. Schau auf ihn. Be ready. Sei bereit, to go. Dass du zu jedem Zeitpunkt gehen kannst. Amade باشید که در هر لحظه‌ای که don't be afraid. Hast du Angst davor zu ihm zu gehen? Ein Christ sollte keine Furcht davor haben, Christian must not be afraid to die. Ein wiedergeborener Christ sollte nie Angst davor haben zu sterben. Ein Sünder, oh ja. So anything you give him, alles was du ihm gibst, ist never too much. Chizayi ki be Khodavand midi. Es ist nie genug. Kafi nis. Ma har kari baraye Khodavand bekonim kafi nis. We go to verse 24, no? Ja. Daraye 24. Wir lesen weiter in Vers 24. And to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the sprinkled blood which speak of mercy, a better and nobler and more gracious message than the blood of Abel, who cried for vengeance. Und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das edle Blut Abels, das nach Rache rief oder nach Vergeltung.
The blood of Abel is for revenge. Das Blut Abels schrie nach Vergeltung. Aber das Blut Jesu spricht und ruft Gnade aus, Erbarmen. What a difference. Was für ein Unterschied. And we are washed with this blood. Und mit diesem Blut sind wir gewaschen. Der Gnadenthron ist uns zur Verfügung. Das Blut des Lammes ist uns zu waschen. Wir brauchen nie wieder Furcht zu haben. Und wir würden dann nichts tun für ihn. So many people, so many Christians, they don't care. So vielen Christen ist es einfach egal. Der Herr ist ein verzehrendes Feuer. We have in verse 29 is very clear. Verse 29. For our God is indeed a consuming fire. Im Vers 29 wird es so deutlich, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. So we cannot just take it lightly without respect to our God when he tells us to do what we have, we know in a way, and don't do it. Wir können das nicht einfach locker nehmen und es an uns vorbeiziehen lassen, wenn der Herr etwas zu uns spricht und einfach ignorieren, wo wir doch eigentlich wissen, was er von uns will, wissen, wo wir sein sollen und es trotzdem nicht tun. You know, wer schuf die Himmel? Who make all those stars? Wer schuf all die Sterne? And all these forces of you know, was the force, you know, of the water, of the sea, where God put a stop on it and pull it back. Who is doing this? Wer hat diesen gewaltigen Wassern eine Grenze gesetzt und sie ihnen ein Maß und ein Ufer gestellt? Wer hat das getan? Every star is a ball of fire. If you touch it from far, you die. Every star, every, you know. Also jeder Stern ist eine helle, leuchtende Kugel, manche auch ein Feuerball. Wenn du ihnen zu nahe kommst, wirst du dich verbrennen. When we can see the world around us, wenn wir die Welt um uns herum betrachten, when we see his greatness, und seine Größe betrachten, and this God, und dieser Gott, is your father, ist dein Vater, is the father of those who take Jesus as Lord and Savior. Er ist der Vater eines jeden, der Jesus angenommen hat als seinen Herrn und Erretter. You know that Paul was preaching the gospel to the Jew first. Zuerst hat Paulus den Juden das Evangelium verkündigt. And the Jews despised the things which what Paul was talking about. Und die Juden verachteten die Botschaft, worüber er zu ihnen sprach. Und weil sie es verachteten, God chose the Hidden, hat Gott sich den Heiden zugewandt und sie erwählt. And the Hidden, when they heard the gospel, und als die Heiden das Evangelium hörten, they accepted and took Jesus as Lord and Savior. Nahmen sie es auf, nahmen sie die Botschaft an und akzeptierten Jesus als ihren Herrn und ihren Erretter. Wenn du Gott verachtest, he will not delight in you. Dann wird er dir keinen Gefallen haben. You know, if we despise his word, wenn wir sein Wort geringschätzen, we are expecting that he respects you and give you what you ask. Wie kann es sein, dass du dann erwartest, dass er dich segnet, dass er dir gibt, که شما رو برکت بده و اون چیزی که میخوای به شما بده وقتی شما کلامش رو صرف نظر میکنید و بی ارزش میشمارید. The sons of the prophet Eli. Die Söhne des Propheten Eli. God talked to the father many times. Gott hatte viele Male zu dem Vater gesprochen. He told your son. Gott, خداوند خیلی با پدرش صحبت کرد. Er sagte, deine Söhne wandeln nicht in der richtigen Ordnung. They steal the money. Sie stehlen Geld. Then I have affair with women. Laufen den Frauen hinterher und schlafen überall. And they were serving in the temple. Und dann dienen sie im Tempel. And if they continue, wenn sie so weitermachen, they will die. اگه اینجوری ادامه بخوام بدن, خواهند مرد. Und sie sterben. و اونها مردن. Is that very serious? Ja. Ist das eine ernste Sache? Ja. When
خیلی جدی هستن خیلی جدی بله خیلی جدی the things of God wenn wir den Dingen Gottes keine Ehre entgegenbringen اگه اون چیزی که خداوند ما داده بهش جلال ندیم how God can respect us or respect you wie dann wird Gott dich respektieren und dir respektieren you know, with God is very serious wenn es um Gott geht dann ist alles sehr ernst اگه مربوط مثلا مربوط خدا باشه همیشه خیلی جدیه but with God very serious bei Menschen sind die Dinge dann nicht so ernst zu betrachten aber wenn es um Gott geht sind die Dinge wirklich ernst zu nehmen جدی نشون داده نمیشه ولی وقتی خداوند بیاد در میون مسئله خیلی جدیه to realize what blessing we have if we take God seriously Ich möchte euch das mitteilen. Ich habe es auf dem Herzen, euch darauf hinzuweisen, welche Segnungen uns gehören und wie wir ihnen respekt, wie sie respektvoll behandeln müssen. Und Gott ehren. Halleluja. We will open our Bible to 1 Samuel, just to check, um nochmal das Ganze zu prüfen. Gehen wir zum 1. Samuel. 1 Samuel 2:30. In den 1. Samuel dort Kapitel 2 und dort Vers 30. 2:30. Dosi. اول ساموئل باب 2 آیه 3 Ich habe die Bibel nicht verfasst. من بیبل رو ننوشتم. For you, for me, for all of us. Gott ließ das alles niederschreiben für dich, für mich und für uns alle. خداوند همینا نوشت. Therefore the Lord the God of Israel say I did promise that your house and that of your father should go in and out before me forever. But now, the Lord said, be it far from me. For those who honor me, I will what? I will honor. Those who honor me, I will honor. And those who despise me, what? Shall be lightly esteemed. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewig von mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Denn die mich ehren, werde auch ich ehren. Und die mich verachten, sollen wieder verachtet werden. We want this church to honor the Lord. Wir wollen diese Gemeinde den Herrn ehren. Not that we have a life which is a sin life or a stubborn life. Wir wollen kein sündiges Leben leben und kein Leben in Sturheit und Gottköpfigkeit vor ihm. Always doing what I want and the way I live, I don't change. Ich entscheide mich für das, was mir gefällt, lebe, wie ich es will und ich verändere nichts. This تغییر میدم اون چیزی که خوشم بیاد تغییر میدم برای اون زندگی میکنم این gewaltiger Mangel an Respekt ihm I know we don't like it das würden wir vielleicht nicht gern hören let us open to Matthew 10 Matthew 10 pardon Matthew 10 verse 13 wir schlagen auf zum Matthäus Evangelium Kapitel 10 13. Matthäus 10, Vers 13. And if the house be worthy, Jesus is talking. Let your peace come upon it. But if it be not worthy, let your peace return to you. Vers 13. Und wenn nun das Haus würdig ist, so sagt ihr Jesus, so komme euer Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich euer Friede zu euch zurück. Our house is worthy. Ist unser Haus würdig? Ehren wir ihn? Worthy. For him. Dann sind wir wert und würdig vor ihm. Look, verse 31. Schauen wir. Chapter. Vers 31 in demselben Kapitel. 31 says, Fear you not, therefore you are of more value than many sparrows.
Vers 31 sagt, fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. So he promised us something. Er hat uns hier etwas versprochen. Es gibt aber eine Bedingung hier. We want the blessing. Wir wollen alle Segnungen. We confess the blessing. Und wir bekennen die Segnungen. We pray for the blessing. Wir beten um die Segnungen. But we don't do what he said. Aber wir befolgen nicht das, was er uns sagt. انجام نمیدیم اون چیزی که خداوند به ما میگه. Verse 37 of Matthew 10. در آیه 37 von Matthäus 10. He that loves father and mother more than me is not worthy of me. And he that loves son or daughter more than me, he is not worthy of me. هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد و هر که پسر یا دختر خود را بیش از من دوست بدارد شایسته من نباشد. اینجا چی داره میخواده باید؟ همه را دوست داشته باشید اما سی stehen nicht vor Gott in deinem Leben. If God is less worthy for you, wenn Gott weniger wertvoll ist als sie in deinem Leben, then father, mother, wife, husband, house, work, friends, if they have priority, then God is not pleased at all. Wenn Gott weniger Wert hat in deinem Leben, sondern stattdessen an erster Stelle stehen Vater, Mutter, Kinder, Ehepartner, Haus, Auto, Arbeit, Freunde, egal was, dein Vergnügen, egal was, dann ist er nicht, hat er kein Gefallen an dir. Es ist sehr ernst. We don't think it's serious. We live like wir denken nicht, dass es so ernsthaft ist. Wir nehmen das sehr leicht, aber machen was wir wollen. So many are not here today. So viele sind heute hier. Why? Because they had other priorities. Warum? Weil sie wichtigere Dinge zu tun haben. Ja, in Und those who are here, weil die hier sind. They are very happy to be here. Sind froh, hier sein zu dürfen. Because they want to receive the blessing. Denn sie wollen die Segnungen empfangen. So we see priority there. Also sind wir doch darin eine Rangfolge. What is my priority? Was steht bei mir an erster Stelle? Was ist meine Priorität? Where I spend my time. Wohin oder wo rein investiere ich meine کجا Zeit? من زمان سرمایه‌گذاری می‌کنم؟ Da steckt meine Priorität. جایی که من زمان سرمایه‌گذاری می‌کنم، اونجا اولویت منه. Wir schauen uns Vers 38 an. And he that take not his cross and follow after me is not what? Is not what? Worthy of me. Und wenn nicht sein Kreuz aufnimmt und mir nachfolgt, ist nicht, was nicht ist meiner, nicht würdig. Vers 39. He that find his life shall lose it. And he that lose his life for my sake shall find it. Vers 39. Wer sein Leben findet, wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meine Willen, wird es finden. So, آن را حفظ خواهد کرد. You think God is, Jesus had fun only to talk like this? Glaubst du, Jesus hat besonderen Spaß gehabt, diese Dinge zu sagen? Es lag ihm sehr viel Ernsthaftigkeit. It's not blah blah blah, it's your Savior who talked to you. Das war nicht einfach nur bla bla von ihm. Er meinte es ernst. Er ist dein Retter. Es ist dein Retter, der hier zu dir spricht. He talked to me. Er spricht jetzt hier zu mir. Er spricht hier zu dir. What is worthy? What is first? For you. Was besitzt für dich größten Wert und was steht bei dir an erster Stelle? And if he is worthy for you first, because you want him to put first, then he will honor you and bless you. Wenn er würdig ist für dich, wenn er dir wertvoll ist und du ihn in deinem Leben an die erste Stelle stellst, dann segnet er dich, ist er für dich da. برای اینکه خداوندی که همیشه برای شما در زندگی هر جایی که مشکل داشته باشه اونجا If you evaluate him, he will evaluate you. Wenn du ihn is a value for you, the wenn, Lord. Wenn du ihm Wert beimisst und ihn wertvoll erachtest, dann erachtet er dich ebenso wertvoll. Wenn du ihn nicht evaluierst, dann wird er dich nicht evaluieren.
Wenn du ihn aber nicht wertschätzt, er wird dir auch keinen Wert beimessen. Die mich ehren, I will honor them. Jene werde ich ehren. How can God honor you? Wie kann Gott dich ehren? But everything in your life is working. Indem alles in deinem Leben gut funktioniert. I didn't say it come overnight. Ich habe nicht gesagt, das passiert über Nacht. Your heart. How is your heart? Sondern ich spreche hier von deinem Herzen. How steht es um dein Herz? Is God first when you get angry? Steht Gott auch an erster Stelle, wo du dich ärgerst? Is God first when you have other when you have more fun to do this or you have to do that? Wenn du gerne andere Dinge lieber tust oder mehr Spaß hast an anderen Dingen als an ihm, steht Gott dann an erster Stelle in deinem Leben? Oh, your thought and your life is more time with what you think is more important? Oder deine Gedanken und dein ganzes Trachten, deine Wünsche, alles sich mehr Zeitanspruch für dich in deinem Leben als seine Dinge? Some people don't like to come to church because it costs a lot of benzin, of gas, you know. Manche Menschen car mögen costs a lot of money. Manche Menschen mögen nicht gerne in die Gemeinde kommen zum Gottesdienst, denn das kostet viel zu viel Benzin und der Autounterhalt kostet ihnen zu viel Geld. Dann oder es ist der einzige Tag in der Woche, wo wir ausschlafen können. Sie wollen Sunday morning, they want to stay with the family. Wollen gerne Sonntagmorgens lieber mit ihrer Familie Zeit verbringen. The priority is wrong. Dann stimmt etwas mit ihrer Rangfolge nicht. Because Sunday morning there is church. Denn Sonntagmorgen ist Zeit der Gemeinde. And there is others who love to come. Und dann gibt es andere, die lieben es, hierher this zu kommen. This is their family. Denn das ist hier unsere Familie. You know, this is where you get built up. Hier ist der Ort, wo du aufgebaut wirst. This is where you get joy. Hier ist der Ort, wo du Freude empfindest. This is where this is your place, your family. You don't say I feel bored here. Das ist dein Zuhause, das ist deine Familie. Und du sagst nicht, hier langweile ich mich. It's how because God say, don't leave the assembly of yourself. Denn Gott spricht in seinem Wort, vernachlässige nicht die Versammlung der Heiligen. And what do you mean by this? Und was meint er damit? It means I don't come, sit, and then I go up and I say bye bye. Es bedeutet, this is not fellowship. Es bedeutet, du erscheinst nicht bloß, wärmst einen Stuhl und sagst dann, es ist Zeit für mich zu gehen, tschüss. Das ist nicht dem Wert beimessen. God expect us. Gott erwartet von uns, miteinander Gemeinschaft und Austausch zu haben. Do you want prayer? Wünschst du Gebet? Do you want to say a good word for somebody? Wünschst du einem anderen ein gutes Wort mitzuteilen? You want to be an example to help your brother, your sister? Bist du willig, ein Beispiel zu sein, indem du deinem Bruder oder deiner Schwester hilfst? Or you don't like the company of the saint? Oder gefällt dir hier die Gemeinschaft und die Kompanie hier nicht so. You prefer the worldly one? Ziehst lieber die weltlichen Leute vor. So many Christians said so. So viele Christen haben das schon gesagt. I prefer the worldly people. Ich mag lieber die Menschen der Welt. Because they are not so bad like the Christians. Denn die sind wirklich nicht so schlimm wie die Christen. This is a wrong attitude against the word of God. Das ist eine verkehrte Einstellung dem Wort Gottes und der Wahrheit Gottes gegenüber. Because when you need prayer, und wenn du Gebet brauchst, the world will not pray for you. Wird die Welt nicht für dich beten. But the church. Aber die Gemeinde nicht. We have to go our house. This is your house. Must be worthy of him. Dieses Haus hier, wir, ich. Wir sind sein Haus und es muss seiner würdig sein. Instead of being boring on Sunday, you come to church. Yeah, okay, Pastor want to see me. There I'm coming. Anstatt dass du gelangweilt bist, am Sonntag hier sein zu müssen, da sagst du, ja, nun, die Pastorin guckt mir mal, ob ich da bin, also bin ich lieber da. که مثلا مثلا به این خاطر بیای که پاسور بگی که من اینجا هستم و همیشه اینجا باشی. این واقعا یه طرز تفکر اشتباهه. This is a place of honor here. Dieses hier ist ein Ort ihm zu Ehre. اینجا جایی که خداوند ما جلال بدیم.
Es ist der Ort für den Heiligen Geist, sich zu bewegen. Er spricht zu uns, während wir miteinander sind. Wir verkündigen Jesus. Wir verkündigen unseren Retter. Don't despise the things of God. Schätze nicht gering Gottes Dinge. Don't put God second in your thoughts, your life. Stelle Gott nicht an zweiter Stelle in deinen Gedanken, in deinem Leben. Don't put your work first. Und stelle Gott, stelle die Arbeit, Entschuldigung, nicht an erste Stelle. Stelle nicht Menschen an die erste Stelle. Don't even put a ministry first. Und nicht mal einen Dienst, den du tust, stelle an die erste Stelle. Don't put to make money first. Setze nicht deinen Ziel und deinen Sinnen auf Gelderwerb an die erste Stelle. Don't put your focus on yourself, me. Und richte nicht deine ganze Konzentration als allererstes auf dich und alles, was dich betrifft, und dann wieder du. The moment I have a problem, I stay home. In dem Augenblick, wo ich irgendwie Probleme habe, bleibe ich lieber zu Hause. No. When you have problem, wenn du ein Problem hast, when you have pain, und du hast Schmerzen, when you have problem, und wenn du other kind hast, of one, egal welche Art, dann solltest du genau dann hierher kommen. This is the Bible way. Das ist der biblische Weg. You come here for help. Du kommst hierher, um Hilfe zu because the word strengthens you. Weil sein Wort dich erbaut. Because in the word there is life. In seinem Wort ist das Leben. So you don't stay home alone. Also bleibst du nicht zu Hause ganz für dich allein. And think about I don't know what you are dying very soon. Denkst darüber nach, über ich weiß nicht was, oh, ich werde bald sterben. Instead of this, you put priority the word in your life. Stattdessen setzt du den Fokus auf sein Wort, es an die erste Stelle zu stellen in deinem Leben. How blessed are those who put the word first in their life and put Jesus first in their home. Wie gesegnet sind solche, die das Wort an die erste Stelle stellen in ihrem Leben, die Jesus an allererste Stelle stellen in ihrem Zuhause, in ihrem Leben. Look Matthew 22. Wir schauen uns Matthäus 22 an. I am only reading what the Lord, my Lord, is speaking to us. Ich lese jetzt nur, was Jesus, unser Herr, zu dir und mir sagt. And Jesus answered and spake unto them again by parables and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king who which a marriage for his son. Und Jesus begann und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit bereitet. This is the kingdom. Are we the kingdom of God? Dies ist hier das Königreich. Sind wir sein Königreich? He talked to us. Ja, er spricht hier zu uns. So, he talked to you. Er spricht zu dir. And sent forth his servants to call them that were bended to the weddings and they would not come. Und er invited to the wedding. Yeah. Und er sandte seine Knechte aus, um die Eingeladenen zur Hochzeit zu rufen. Und sie wollten nicht kommen. Again, he sent four other servants, saying, tell them which are bended, behold, I have prepared my dinner. My oxen and my fatlings are killed, and all things are ready, come unto the marriage. Vers 4. Wiederum sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Eingeladen, siehe, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Jesus is inviting you. Jesus lädt dich ein. Jesus is inviting us to come. Jesus lädt dich ein zu kommen. And verse 5. Und Vers 5 sagt, and they made light of it. And went their ways, one to his farm and another to his merchandise. Sie aber kümmerten sich nicht darum und gingen weg, der eine auf seinen Acker, der andere an seinem Handel. These are people who don't care really.
Das sind Menschen, denen war es irgendwie egal. Die haben den Herrn sehr gering geachtet. Er spricht hier über das Königreich Gottes und das sind wir, seine Wiedergeborenen. So we are from this kingdom. Wir sind aus diesem Königreich. And he did us, where is the priority? Und er spricht zu uns und sagt uns, was in welcher Rangliste in unserem Leben steht. I'm sorry, it is like this. Vorrang vor allem hat sein Werk. Ihr solltet beten. You need to come for prayer. Und ihr solltet zum Gebet auch kommen. You need to stand together. Ihr solltet gemeinschaftlich miteinander stehen. If we don't stand now, in a good time together. Wenn wir nicht jetzt in guter Zeit miteinander stehen, when bad time will come, wenn denn die schlechten Zeiten kommen, we will not know you because you were never there. Dann werden wir euch nicht kennen, die ihr nie da gewesen seid. We cannot help. Und wir können euch dann nicht helfen. We will only help those who were there. Denn wir können und werden nur jenen helfen, die immer gekommen sind. You know, it's like this. It works, the kingdom of God. You respect the Lord, he will respect you back. So funktioniert das Königreich Gottes. Du ehrst den Herrn, er ehrt dich wieder. You cannot take God lightly. Du kannst Gott nicht gerecht, without respect, ihn respektlos behandeln. Be busy first for other things. Und dich zuallererst mit anderen Dingen beschäftigen und ihn dann irgendwo hinten anstellen, wenn du da mal Zeit hast für ihn. Look, verse 6. Schaut Vers 6. And the remnant took his servants and entreat them spitefully and slew them. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Kann man sich das vorstellen? They were so furious because we insist that killed them. Die waren so aufgebracht gegen sie, weil sie immer beständig sie einluden und wieder und wieder und wieder, dass sie sie am Ende getötet haben. Vers 7. But when the king heard thereof, he was wroth. He was angry. And he sent forth his army and destroyed those murderers and burned up their city. Der König aber wurde zornig und sandte seine Truppen aus, brachte jene Mörder um und steckte ihre Stadt in Brand. Was God angry? War Gott zornig? Ja, خداوند عصبانی بود. بله. You think God is not angry when you don't do it? Glaubst du nicht, dass Gott ärgerlich sein wird, wenn du nicht gehorchst? Oh, when I don't do it? Oder wenn ich nicht tue, was er mir sagt? God understand me. Es gibt nicht so was. There is no such a thing. God understand me. Wenn du denkst, ach Gott versteht mich schon. What he understand? Es gibt nicht. He tell you to do it. اینجا داره به شما میگه. Er versteht es nicht, weil er dir vorher gesagt hat, was du tun sollst. Er hat dir vorher gesagt, was du tun sollst. God knows my heart. Und es gibt nicht so etwas wie, der Herr kennt mein Herz. Nein, kennt er nicht. We have to obey. Wir müssen ihm gehorchen. He pays so much for us. Er hat wirklich so viel bezahlt für uns. He gave his life. Er gab sein eigenes. He went to hell. Er ging zur Hölle. He stayed there 3 days. Er blieb dort 3 Tage. He paid all the penalty of death. Er hat die ganze Strafe für unseren Tod auf sich genommen. Den ganzen Tag für Sünde, für Krankheit, für Gebrechen, für Armut, für Depression, Oppression, Bedrückung, everything, für alles, dass du dir auch nur vorstellst. Er setzt dich frei von mir und hat dich davon dann befreit. So for us is the least that we do what he said. Für uns also ist es das Geringste, das zu tun, was er uns aufträgt. Aber wir können nicht einfach nur das, was Gott uns sagt, machen. When the master speak, wenn der Herr spricht, macht die Chodama so weit. Another place. Wir schauen uns eine andere Stelle an. In Lukas 14. Kapitel 14. Lukas 14. In verse 19. Lukas 14, Vers 19.
But we can start for 16. Schon wir fangen schon mit 16 an. A certain man made a great supper and bade many. Er aber sprach zu ihm, ein Mensch machte ein großes Gastmahl und lud viele ein. This is Jesus talking in parable. Jesus sprach immer in Gleichnissen. To us. Damit wir verstehen, es war uns. Don't say it was the Old Testament. Don't say it was for me. Nage که اینجا عهد عتیقه اینجا برای من نیست. Sag nicht, ach, das ist doch das Alte Testament. Das gilt ja nicht mehr für mich. Das ist auch an uns adressiert. اینجا همش مربوط به ما و با ما داره صحبت میکنه خداوند. And send his servants at supper time to say to them, there were bended. Come, for all things are now ready. Und er sandte seine Knechte zur Stunde des Gastmahls, um den Eingeladenen zu sagen, kommt, denn schon ist alles bereitet. Und sie alle mit einem Konsens begannen zu machen, was? Excuse. Und sie fingen alle an, ohne Ausnahme, sich zu entschuldigen. Ich bin wirklich beschäftigt. Ja, aber ich brauchte hier, nein, ich habe wirklich keine Zeit. Ich komme zu einem Gebet. Nein, I have family. Ich habe auch hier. Ich auch, wir alle haben Familie. Ja, Pastor, aber ich arbeite doch, ich kann nicht. Dann komm doch abends beten. Nein. Ich habe keine Zeit. Man Zaman ندارم. Man باید بخوابم. Ich bin zu müde. And I have this and I have the tau, like, you know, and each one who make an excuse is convinced is correct. Ich habe keine Zeit. Ich bin zu müde. Ich muss nach den Kindern sehen. Tausend Ausreden und jeder Einzelne denkt, ist von seiner Ausrede überzeugt und denkt, sie ist richtig. Coming to the Bible study on Saturday. Ich kann nicht kommen zum Bibelstudium am Samstag. Ich muss nämlich zur Party gehen, Pastor. Die haben mich eingeladen. I cannot say no. Ich kann nicht nein sagen. Oh, I took ticket. Ich habe zwei Eintrittskarten für ein großes Konzert. I will go there. I put money. Ich werde dorthin gehen. Ich habe schließlich dafür bezahlt. Man war dann jobber, man paar Pool per Hesab. Oh, I'm too tired. Oder ich bin eigentlich auch zu müde. Ja, ich kann nicht kommen. Man nimmt es tausend of excuses. Es gibt tausend Vorwände. Nicht hier zu erscheinen. With the body of Jesus. Nicht sich zu versammeln mit dem Leib Jesu. Nein, ich bin bei den Israeliten Mosaiket. These people. Diese Menschen. Enough. Jesus gave an example. He prepared the dinner. He prepared everything. Hier sehen wir das Beispiel, dass Gott ein Gastmahl bereitet hat. Und er hat alles vorbereitet, alles. Ich kann nicht, ich kann nicht. Because they have other priorities. Weil sie anderen Dingen, den Vorrang haben. And when you talk to them, und wenn du zu ihnen sprichst, they said, I have to load. I am not backsliding. Dann wird dir geantwortet, ich habe den Herrn, ich bin kein Abgefallener. This is not Bible. Aber das ist nicht die biblische Sicht. Listen to me, mit so. If you love the Lord, wenn du den Herrn liebst, do what he said, du das, was er dir sagt. This is loving the Lord. Das bedeutet, den Herrn zu lieben. And when you go on here, look in verse 20, he said, I have married a wife, and therefore I cannot come. Can you imagine, you want to have spent time with his wife. Vers 20, und ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet und darum kann ich nicht kommen. Kannst du dir das vorstellen? I have a boyfriend. Ich habe einen Freund. I have no time. Leider habe ich keine Zeit. متأسفانه وقت ندارم. I have no time for God. Für Gott habe ich keine Zeit. برای خداوند زمان ندارم. There is some people that still today live with a man without marriage. Und es gibt immer noch Menschen in der christlichen Gemeinde, die mit jemandem zusammenleben, denn mit dem sie nicht verheiratet sind und es schert sie nicht. And they find thousands of excuses to do it. Und sie finden tausend Ausreden, warum es okay ist für sie so zu leben. And they say, und sie sagen, God understand me. Aber wenn ich Gott meine nicht doesn't. Nein, tut nicht. I am sorry. Es tut mir leid. So he's not understanding. Das versteht er nicht. Gott ist holy. Gott ist heilig. We have to live holy. Und auch wir müssen heilig leben. In unserem Geist, in our thoughts, in unserer Gedankenwelt, in unserer Seele, in our body.
und unserem Leib. If I honor him, will ich ihn ehren, dann wird er auch mich ehren. He will honor me. Er wird mich ehren. Er wird mich auf hohe Orte stellen. He will fight for me. Er wird für mich kämpfen. When I have battles, wenn ich Kämpfe habe, wenn ich Probleme habe, wird er sie für mich oder mit mir bekämpfen. He will honor me. Weil ich tue, was er mir geboten hat. When I show him respect, und so erweise ich ihm Respekt. Then he shows his care for me. Und dann erweist er seine Fürsorge mir. And we don't say other things are more important. Und wenn wir auch nicht behaupten, dass alle anderen Dinge so viel wichtiger wären als er. That's why, darum, if you read to the end, wenn du bis ans Ende liest, you will see that God had a choice for people. Dann wirst du erkennen, dass Gott den Menschen eine Wahlmöglichkeit gab. Aber diese Menschen hatten kein Interesse an ihm. Entschied er sich, andere zu erwählen. God will always find somebody. Gott wird immer jemanden finden, according to his heart. Nach seinem Herzen. But you will have missed it. Du wirst es dann aber versäumt haben. You want to miss it? Willst du an allem vorbeischlittern? Willst du wirklich all das geringschätzen, was er für dich hat? When problem come, how you will fight? Wenn die Probleme in deinem Leben aufstehen, wie wirst du sie bekämpfen? There is no reserve in you. Es gibt in dir kein gehaltvolles, keine Stärke mehr. You are doing what you want until now. Bis dato hast du getan, wie es dir passte. And then, boom, you receive on your head. Und dann auf einmal, wirra, richtig geht's los um dich. Who will help you? Wer wird dir dann helfen? He is the only one who can. Weil er doch der Einzige ist, der es kann. But he expects from you. Aber er hat auch an dich eine Erwartung. That you give your heart, you obey, you come to church. Dass ihm dein Herz gehört und du ihm gehorchst, dass du zur Gemeinde kommst. That you are ready to serve. Und bereit will ich dich einbringst. Some people say I don't serve in the kitchen. I want to preach. Einige sagen, in der Küche diene ich nicht. Ich will predigen. Some others say I will not clean the toilet, but I want to speak, to sing. Andere sagen, die Toiletten putzen? Nein, ich will lieber singen. And the Lord say to you, und der Herr sagt zu dir, if you preach or you clean the toilet, is the same reward if you are faithful. Ob du singst oder Toiletten putzt, es ist die gleiche Belohnung, wenn du treu tust, was du tun sollst. But if you are not faithful, wenn du nicht treu and living your life and not be here when you don't want. Und dein Leben nach deinen eigenen Maßstäben lebst und nicht hier bist, sondern tust, wie du willst. To serve in a church is engagement. Sich in responsibility. In der Gemeinde zu dienen, seinen Dienst zu tun, ist eine Verpflichtung, es ist eine Verantwortung. When there is any event here, I always know who is coming, because I always see the same people, and the others I know they maybe will not come. You are known. Wenn hier irgendwelche Anlässe sind, irgendwelche Veranstaltungen sind, dann weiß ich im Vorwege bereits, wen ich hier sehen werde. Denn es sind immer ungefähr die gleichen, die kommen. Und ich weiß auch im Vorwege, wer nicht hier sein wird. Ihr seid bekannt. We are doing our best. That everybody can come. Wir tun aber unser Bestes, damit jeder daran teilnehmen kann. We always ask, can you? Now she asked Anya for the parents to bring their children a time for the rehearsal. Ja. Which mother will do this? Also, ja. You know? Ja, ich weiß. Anya musste jetzt die Bitte an uns richten. Dass die Eltern, die Mütter und Väter bitte ihre Kinder pünktlich zur Generalprobe bringen. Von welchen Eltern können wir das verlangen? Wer wird das tun? Every father and mother. Es sollte jeder tun. Ja. Because God for them is priority. Weil Gott und sein Werk für sie den Vorrang hat. Because we are a family. Wir sind hier eine Familie. I care and I respect Anya. Ich sorge dafür, ich respektiere Anja und sorge dafür, dass es läuft. Do you understand the picture? Because she did it. Because she makes the work, the job. Denn sie und ihr Team leisten die Arbeit. So I carry with her and I do what she asks. Also unterstütze ich sie und trage das mit ihr zusammen,
und tun, was sie gebeten hat. Because priority is God. Vorrang in meinem Leben und in deinem hat Gott. We want to honor God. Wir wollen Gott ehren. And in the same things, in everything we do here, is in His honor, in His to please Him. Und darum geht es auch in allen anderen Bereichen, in allem, was wir hier tun. Es geht darum, ihm zu gefallen und ihm Ehre zu bringen. We are doing our best. Und wir tun dafür unser Bestes. And we don't want that always the same people work. Und es ist eigentlich nicht unser Wunsch, dass es immer dieselben Leute sind, die die Arbeit leisten. Wir wünschen, dass ihr alle euch einbringt. Denn es gibt viel zu tun. I am preparing. Ich bereite euch vor for next year, auf das nächste Jahr. Because there will be a lot of things to do. Oh ja, es kommen viele Dinge auf uns zu. And if that does not work, it's not my fault, it's your fault. Und wenn es nicht klappt, ist das nicht meine Schuld, es ist eure Schuld. Weil ihr nicht wollt. And we need workers. Wir brauchen jeden Mitarbeiter. Because our vision is enlarged. Denn unsere Vision erweitert sich. Und wir wollen unserem Herrn gemeinsam dienen. Bevor er zurückkommt. Bevor er zurückkommt. Are you ready? Seid ihr dafür bereit? Wenn er wiederkommt, seid ihr bereit dafür? Das ist eine gute Frage. Seid bereit dafür. آیا آماده هستید وقتی خداوند برگرده؟ هاللویا. جلال بر نام خداوند. هاللویا. یه اعلامیه میدم جمعه ما که کلیسای خانگی داریم. کلیسا برگزار میشه. جمعه ساعت 4. Wir sind mittlerweile beinahe wieder am Ende des Monats. دوباره نزدیک آخر ماه. Maybe a joy for you, I hope so, and faith to put something. Es ist so, hoffe ich doch, eine Freude für euch, dass ihr mit Glauben etwas in den Opfer gebt. Und wir bitten die Ordner, dass sie nach vorne kommen, bitte. And we thank God for His word. Und wir danken Gott für sein Wort.